Mühlhausen heute. Eine mittelalterliche Schönheit. Thüringens zweitgrößtes Flächendenkmal. Es ist schön hier in Mühlhausen und das Herz des Denkmalpflegers schlägt natürlich höher, wenn man die vielen Kirchen und Plätze sieht, die schönen Fachwerkhäuser. Meine Mama hat früher immer gesagt, ein Mühlhäuser kann nicht ohne seine Kirchturmspitzen. Wir haben ja nun sehr viele Kirchen in Mühlhausen. Und Mühlhausen vor über 30 Jahren. Ich kenne diese Zerstörung von Wohnraum, von Städten, von industriellen Brachen. Und hier war es aber eine andere Brache. Das war eine mittelalterliche Brache. Die Verwandlung, ein Kraftakt. Na, Mühlhausen ist schon keine Stadt wie jeder andere, weil sie ja diese reichstädtischen Zeugnisse zu bieten hat. Und die Mühlhäuser in ihrer Identität auch eine gewisse Kampfeslust ausstrahlen. Als gebürtiger Mühlhäuser ist es natürlich noch mal was ganz anderes. Da geht man auch mit Herzblut dort ran. Und was für die eigene Stadt zu tun, ist dann schon eine Ehre. Hier ist die Schönheit quasi explodiert. Es war früher grau und hässlich und jetzt ist es hell und strahlend. Und das finden auch ganz viele Touristen, die hierher kommen. Und die Mühlhäuser, denen muss man was anbieten. Und das ist genau mein Ding. Die wunderbare Verwandlung Mühlhausens. Mit den Kirchen der Stadt fing sie an und ist untrennbar mit der Geschichte seiner Firma verbunden. Kein Gotteshaus in Mühlhausen, an dem der Spezialbetrieb von Markus Huschenbett nicht gearbeitet hat. Wir haben ja hier durch das viele ablaufende Wasser von dem Fenster diese starke Vermoosung hier unten. Ja. Vorsichtig, dass wir den Stein nicht schädigen. Und dann gehen wir im nächsten Schritt dazu über, dass wir hier in dem Bereich diese defekten Ergänzungen und auch die defekte Verfugung, siehst du, dass hier klappert, das alles, das nehmen wir ab. Ja. Nur wer genau hinsieht, entdeckt in der Bilderbuchkulisse noch Relikte aus der Vergangenheit. Ja, hier haben wir gerade witzigerweise noch mal so eine schwarze Kruste entdeckt. Keine Ahnung, warum die auf einmal noch hier ist, aber so sahen die Mühlhäuser Kirchen aus. Die graue Vorzeit. Wahrscheinlich durch ein später entferntes Schild für einen Stromanschluss konserviert. In Bildern hat sie Michael Kerstgens im Februar 1990 festgehalten. Der Professor für Fotografie machte diese Aufnahmen damals im Auftrag des Hamburger Magazins Stern zu einem Artikel über die verfallene historische Altstadt. Ich bin ja nicht mit einer Meinung, die vorgefasst war, hier durch die Stadt gelaufen, sondern ich habe es einfach auf mich wirken lassen, weil so eine mittelalterliche Stadt mit dieser Geschichte und Thomas Münzer und so, das kann ich nicht. Und trotzdem waren mir ganz viele Ecken unglaublich vertraut. Eben wie im Ruhrgebiet, wo ganze Stadtteile einfach nicht mehr existent waren und dreckig waren und so wie hier die Braunkohle über der Stadt, das kann ich aus dem Ruhrgebiet, aber eben nicht in so einem mittelalterlichen Ensemble. Was mich jetzt heute noch begeistert. Drei Jahrzehnte später ist er das erste Mal zurückgekehrt. Da lag das Fachwerk noch offen. Und hier war ein Parkplatz. Dann ist hier die Kuttelgasse. Da habe ich ein Bild gemacht von einem Mädchen, was mit einem Kinderwagen, mit einer Puppe auf mich zukam. Und dann in der Zöllnergasse, da war eine Lederfabrik. Und da kam gerade jemand mit seinem Fuhrwerk, mit Pferd. Und der hat da, glaube ich, Leder abgeholt oder was. Das ist auch da vorne entstanden. Das hat sich praktisch nicht verändert. Das ist irre. Das ist genauso noch, wie es damals war. Im Vergleich zu alten Aufnahmen nicht mehr wiederzuerkennen, ist die Marienkirche. Thüringens zweitgrößtes Kirchengebäude nach dem Erfurter Dom
war besonders von Verfärbungen betroffen. Die Kirche war schwarz. Wir nennen es restauratorisch schwarze Krusten. Das kam einfach aus den vielen Kohleheizungen, der Kohleverstromung, unter anderem auch durch die Galvanik, die hier in unmittelbarer Nachbarschaft war. Die Schäden waren so gravierend, dass jahrelang oben am Turm Steinteile, Zierelemente abgeschlagen werden mussten, damit die nicht irgendwem auf den Kopf fallen. Das wurde ein, zwei Mal im Jahr gemacht. Ja, das ist schon immer interessant, wenn man das sieht, wie das vom Groben ins Feine entsteht. Wunderbar, Tino. Die Kirche war das erste Bauwerk, das saniert wurde und damit sozusagen der Grundstein für die Firma Denkmalpflege Mühlhausen. Gegründet wurde das Unternehmen eigentlich zur Sanierung der Marienkirche als damaliger VEB Denkmalpflege mit dem Betriebsteil in Mühlhausen. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet, alleine. Und dann kamen nach und nach Maurer, Steinmetze, Zimmerer, Dachdecker, Maler, Restauratoren, Metallbauer hinzu. Und letztendlich waren das dann am Ende fast 80 Leute kurz vor der Wende. Und das Interessante ist, dass dieser VEB-Betrieb auch wissenschaftliche Strukturen hatte. Also es gab in Erfurt auch Labore, wo Mörtel-Untersuchungen gemacht werden, Farbanalysen gemacht werden konnten. Der Witz an der Sache ist, dass es damals so viel Fachkraft und so viel Know-how gab, aber es einfach nicht in die Denkmäler gekommen ist, weil das Geld und die Mittel gefehlt haben. Nach der Wende konnten die Mühlhäuser Denkmalpfleger endlich durchstarten. Ein hessischer Bauunternehmer hatte den VEB mit Hauptsitz in Erfurt gekauft, ging aber 1998 in Konkurs. Vater Huschenbeet übernahm den Mühlhäuser Betriebsteil aus der Insolvenzmasse und sanierte weiter. Über die Jahre auch rund 95% der gesamten Marienkirche. Das Firmengelände steht noch voller Erinnerungen. Ich bin eigentlich auch froh, dass ich es gemacht habe, mit allen Höhen und Tiefen. Gar keine Frage. Heute bin ich froh, dass meine Söhne dabei sind. In der Regel vertragen wir uns, wir kommen gut miteinander aus. Die Wiese ist, sagen, was zu machen ist, rumdrehen und fortgehen. Klappt einwandfrei. Wir versuchen natürlich, unsere Themenbereiche und Aufgaben auch aufzuteilen, dass natürlich jeder sich in seinem Bereich auch verwirklichen kann und vorweggehen kann. Und dann klappt das in der Regel ganz gut. Heute zählt das Unternehmen der Huschenbeets zu den 10 größten Spezialisten in Deutschland. Was Firmen wie die Denkmalpflege für die historischen Gebäude im Großen bewirken, erschaffen private Hausbesitzer im Kleinen. Familie Herz startet gerade in der Mühlhäuser Losengasse ihr inzwischen fünftes Hausprojekt in Mühlhausen. Hier ist unser ursprüngliches Haus mit dem Problem, dass da nämlich 6 Stufen sind. Und das ist der Anbau. Und wie man sieht, ist da höchstens eine Stufe. Und das wird dein Zimmer, das wird ein extra Bonuszimmer. Hier ist eine Abseite und dahinter ist ein Flachdach. Andrea und Peter Herz kamen vor 22 Jahren nach Mühlhausen. Zuvor hatten sie in den Vereinigten Staaten gelebt, wo Peter Herz als Professor für Germanistik und Philosophie an der State University of New York unterrichtete. Er war als Kind in den 1930er Jahren mit den Eltern aus Nazi-Deutschland emigriert. Sie hatte ihn während ihres Studiums kennengelernt, war bei ihm in den USA geblieben. Den Ruhestand wollte das Paar nun in Deutschland verbringen. Wir haben uns schon bewusst für die neuen Bundesländer entschieden, weil für uns die neuen Bundesländer besser gepasst haben. Da ist mehr Zugehörigkeit zwischen den verschiedenen sozialen Schichten. Und wenn ich überhaupt was gelernt habe in den USA, ich habe da lange im Uniklinikum gearbeitet, dann ist das, dass das Leben bunter ist als nur Akademiker. Und das scheint hier in Mühlhausen oder auch in den neuen Bundesländern einfach noch besser zu funktionieren. Ich glaube, dass das nicht auf Dauer geht und dass das langsam auch unter den Jüngeren nachlässt. Also dass Ost und West sich da doch angleicht. Aber als wir zuerst hierher kamen, war das doch gravierend. Thüringen wählten sie wegen seiner zentralen Lage. Für amerikanische Verhältnisse ist der Weg von hier zum Flughafen Frankfurt kurz und damit zu ihren Kindern in den Vereinigten Staaten.
Heiligenstadt war uns zu heilig, nicht wahr? Und Langensalza sei ein bisschen zu klein und Erfurt ein bisschen zu groß, also Mühlhausen, nicht wahr? Der Hertzsche Plan erwies sich als perfekt. Die kurzen Wege geben Peter Hertz, der inzwischen an Demenz erkrankt ist, Sicherheit und Bewegungsfreiheit. Hier hat der Bürgermeister sein Büro. Selbst wenn Andrea Hertz mal nicht dabei sein kann, verloren geht ihr Mann in der überschaubaren Stadt nicht. Okay, ich nehme die Tortellini. Okay. Festes Ritual ist das tägliche Mittagessen im Ratskeller. Es ist wie bei Mutter. Was auf dem Plan steht, wird gegessen. Und es ist alles hausgemacht. Wir dürfen auch kritisieren. Tun wir auch. Oder wir können auch Wünsche äußern. Also es gab schon lange nicht. Ne? Ich koche eigentlich ganz gerne und ganz gut. Aber das reicht, wenn ich das 2 Tage in der Woche tue. Sondern am Sonntag reicht. Völlig. Und es schmeckt auch viel besser, wenn man mit Freunden zusammen isst. Um die Häuser, die noch Käufer suchen, kümmert sich Stadtentwickler Christoph Reimann. In der Wahlstraße werden gerade 5 historische Gebäude, darunter das repräsentative Braumeisterhaus, gesichert. Das ist eine Mammutaufgabe. Insgesamt haben wir 11% Leerstand in der Innenstadt. Das ist schon ein Problem. In den vergangenen 30 Jahren wurden schon 75 Millionen Euro hier investiert, allein aus der Städtebauförderung. Und wir haben das Sanierungsgebiet noch mal um 10 Jahre verlängert. Und da werden wir auch noch mal einige Millionen Euro investieren. Allein das Objekt hier, was Sie gerade sehen, kostet knapp über 1 Million Euro nur für Sicherung und Rückbaumaßnahmen. Und das ist nur eins von 4 Projekten. Wir haben das Dach hier schon offen. Aber das ist eben fehlende Pflege. Wir sehen ja auch hier ganze Dachrinne zu. Dann sucht sich das irgendwo das Wasser seinen Weg. Der Clou für Käufer: Sie bekommen die gesicherten Gebäude ohne Baumängel, müssen sie nur ausbauen. Auch Eigentümern, die es aus eigener Kraft nicht schaffen, wird so geholfen. Über 100 historische Gebäude wurden schon gerettet. Der Erlös fließt wieder in die Sicherung verfallener Häuser. An Christine Zabel sorgt sich im Auftrag der Stadt um die Ladenzeilen von Mühlhausen. Oh, das ist neu. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also was wir als Stadt, denke ich, sehr gut gemacht haben, ist die Tatsache, dass wir bei der Erstellung des Einzelhandelskonzepts stark darauf geachtet haben, dass wir den Einzelhandel auf der grünen Wiese einschränken. Also, dass die Geschäfte außerhalb der Innenstadt Fuß fassen. Natürlich, ein Supermarkt oder so ist am Stadtrand, aber gerade was so Kleidung, Bücher und so weiter angeht, da haben wir schon wirklich sehr darauf geachtet, dass das nicht aus der Innenstadt abzieht. Ich denke, das ist eine Sache, die uns jetzt zugutekommt. Wir hatten zeitweise relativ viel Ladenleerstand. Da haben wir unter anderem mit Veranstaltungen in der Innenstadt reagiert, um die Innenstadt wieder zu beleben, mehr Menschen in die Stadt zu bekommen. Eine solche Veranstaltung ist die Fête de la Musique. Die Stadt veranstaltet sie seit ein paar Jahren, lädt die Bands ein und kümmert sich um die Spielorte. Jedes Jahr öffnen mehr Händler deshalb abends und einige organisieren inzwischen eigene Musiker. Organisatorisch hat alles gut geklappt im Vorfeld. Absprachen auch prima mit uns. Ja, wir können dann ruhig mal runtergucken, schauen mal, wie die Jungs dann starten werden. Da freue ich mich.
unserer Einzelhändler haben das verstanden. Viele machen sehr engagiert mit bei solchen Events. Und natürlich ist das erstmal viel Arbeit und ein großer Aufwand für den Einzelnen. Am Ende lohnt sich das aber, denn die Leute, die einen schönen Abend hier erleben, die kommen auch später noch mal wieder. Hallo! Na? Guck mal, schön hier, auf ja, Leute. Wunderbar, alles schön. Wetter passt. Ja, wunderbar. Die Buchhandlung Strecker ist eines der öffentlichen Wohnzimmer der Stadt. Einst gestartet mit einem christlichen Sortiment, entscheiden sich die Streckers vor 5 Jahren für einen radikalen Schnitt beim Bücherangebot. Doch dabei ist es nicht geblieben. 2018 war es dann soweit, haben wir gesagt, so, wir machen es jetzt einfach. Haben bis Weihnachten Ausverkauf gemacht, Anfang des Jahres zugeschlossen, alles rausgeräumt, uns von vielen Sachen auch getrennt, alles umgebaut. Und im Frühjahr haben wir dann wie Phönix aus der Asche hier alles ganz anders. Was früher orange war, ist jetzt blau, andere Möbel, neue tolle glänzende Kaffeemaschine. Und seitdem machen wir uns viel Arbeit, aber das macht Spaß und die Leute wissen das zu schätzen und sind immer alle ganz bezuckert, wie schön das bei uns ist. Eigentlich ist die Buchhandlung ja nach Christian Strecker benannt, aber in Sekunden ist klar, wer hier das Sagen hat. Ja, sie redet viel, genau, sie redet viel. Das bin ich gewohnt. Wir sind ja auch schon seit 30 Jahren zusammen. Wenn beide, glaube ich, solche Vielredner wären, das würde auch nicht funktionieren in einer Beziehung. Ach, Mann. Und ich mache eher so den Kaffeebereich und die Organisation, das Große drumherum, die Finanzen und solche Sachen, die Buchhaltung, das mache ich alles. Ansonsten ist sie schon eher so die Person, die in der Öffentlichkeit steht. Zweimal schon bekamen Streckers den Deutschen Buchhandlungspreis. Tolle Preise wie den Deutschen Buchhandlungspreis kriegt man natürlich nicht nur fürs Kaffeekochen. Auch, aber nicht nur. Und Bücher verkaufen alleine reicht auch nicht. Es hilft schon sehr, wenn man sich für die Lese- und Literaturförderung begeistert und das Lesen an sich unter die Menschen bringt, egal ob an Kinder oder Erwachsene. Wir machen viele Veranstaltungen im Rahmen vom Welttag des Buches für Schulklassen oder überhaupt Lesungen, viel in Kooperation mit der Stadtbibliothek. Da bin ich auch Vorsitzende vom Förderverein. Zusätzlich ist Heike Strecker Stadträtin und Kuchenbäckerin für ihr Café. Also es gibt Tage, an denen frage ich mich abends, war das eine gute Entscheidung? Ich muss jetzt noch 3 Kuchen backen, dann mache ich das natürlich. Die Anfangszeit hat man manche Tage viel zu viel und andere Tage, oh Gott, erreicht überhaupt nicht. Aber das ist immer mal je nachdem, wie viele Leute kommen. Da kriegt man mit der Zeit ein Gefühl für. Aber es ist schon am Stück immer abenteuerlich und nein, aufgeben ist nie eine Option. Um den Nachwuchs Mühlhausens kümmert sich Daniela Breitenstein, beruflich als Erzieherin. Mal ein bisschen Matsch machen. Im Ehrenamt engagiert sie sich fürs Überleben der einzigartigen Kirmes-Tradition der Stadt. Ich hatte recht früh für mich festgestellt, dass ich natürlich in Mühlhausen bleiben möchte, dass ich das Elternhaus übernehmen möchte. Ich wohne auch schon wieder da drin und wir haben sogar das Nachbarhaus dazugekauft. Ich bin Mühlhäuser durch und durch und werde es auch immer bleiben. Und der wichtigste Punkt dafür ist natürlich bei mir, die Kirmes, die Mühlhäuser Kirmes, ein wichtiger Aspekt, der Mühlhausen eigentlich auch beschreibt. Wir haben die größte Stadtkirmes Deutschlands. Und ich habe das Glück, seit letztes Jahr Kirmesbürgermeisterin zu sein an der oberen Kuhnstraße. Und der bin ich auch seit immer schon. Also ich bin da reingeboren. Meine Großeltern waren schon in der Kirmesgemeinde, meine Eltern. Rund 30 Mitglieder hat die Kirmesgemeinde obere Grünstraße. Das wäre nett, wenn die Träger dranbleiben. So, wir zerschneiden es komplett. Dass du möglichst abgeranzt bist. 10 Tage dauert die Mühlhäuser Kirmes. Die Vorbereitung das ganze Jahr. Die Mühlhäuser Kirmes ist was anderes wie normale Kirmesen auf dem Dorf oder so. Also bei uns ist das, die ganze Stadt feiert. Es gibt viele Kirmesgemeinden. Es gibt 28 in diesem Jahr, die überall in der ganzen Stadt feiern. Und das seit 1788. Und der Höhepunkt für uns eigentlich bei dieser ganzen Kirmes ist natürlich der Kirmesumzug zum Kirmessonntag. Wo sich jede Kirmesgemeinde ein Kirmesbild, wie beim Karneval im Grunde, ausdenkt und das vorführt. Ne? Und dieses Jahr war unser Kirmesfreund Achim dafür zuständig. Der hat sich das Ganze überlegt. Der hatte
so ein kleines Problem, sagen wir mal. In den letzten Jahren sind einige Kirmesgemeinden weggefallen. Und auf dieses Problem wollen wir halt aufmerksam machen. Das ist das Problem, dass viele zwar dieses Kirmesfeiern im Blut haben, aber nicht Gedanken dahinter sehen, dass man auch arbeiten muss dafür, dass die Zelte aufgebaut werden müssen, dass es auch Leute geben muss, die ausschenken und die sich halt auch das ganze Jahr über engagieren für das Fest. Die Idee, die gestorbenen Kirmesgemeinden als Zombies zurück in den Umzug holen. In der Stadtbibliothek wird eine Ausstellung mit Michael Kerstgens Fotos aus dem Februar 1990 gezeigt. Buchhändlerin Strecker hat sie zusammen mit einer Gesprächsrunde organisiert. Die Bilder bewegen die Mühlhäuser. Erschreckend ist, wie es damals aussah. Und das vergessen wahrscheinlich auch viele Leute, die jetzt rumnölen und dies und das nicht mehr mögen. Dann sage ich so oft, denk mal daran, wie es früher aussah. Das ist wie eine Lebenswanderung. Wenn man von jung die ganze Zeit sieht, also es ist schon eine ganz tolle Sache. Wie soll ich Ihnen das noch beschreiben? Es geht ans Gemüt, es geht an die Seele. Ich finde es schön, dass es jetzt anders ist. Und dass viele Leute nach Mühlhausen kommen und sagen, die Stadt ist schön. Denkanstöße und Gesprächsstoff sind das, was Heike Strecker ihren Mühlhäusern geben will. Es ist bereits die zweite Gesprächsrunde mit Michael Kerstgens. Fast 50 Leute sind diesmal gekommen. Ein Erfolg, der ihr zugleich viel abverlangt. Also ich bin heute Morgen um kurz nach 7 bin ich losgefahren, einkaufen tatsächlich. Nochmal nach Hause, frische Blumen für den Laden gepflückt, im Garten Tulpen. In den Laden, letzten Kuchen fertig gemacht, Bücher ausgepackt. Kundenbestellung weggeräumt, Kuchen hingeräumt, Kaffeemaschine an, zack, 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 alles rausgeräumt. Tada, ab um 10, los geht's. Ja, und über den Tag viele Leute bedient und eben im Schnellgang zusammengeräumt. Noch nicht geputzt, das machen wir nach der Veranstaltung. Und so ist der Tag dann vielleicht um 12 zu Ende. Was sie nicht sagt, heute ist der Tag, an dem sie erfahren hat, dass ihr Mann an Leukämie erkrankt ist. Darüber nachdenken konnte sie noch nicht. Auf den alten Fotos für den Stern ist auch die Losengasse festgehalten, wo Familie Herz wohnt. Die anderen drei Häuser, die sie vorher saniert haben, sind teils wieder verkauft oder vermietet, wie diese in der Ratsstraße. Wenn du bedenkst, die Häuser wurden immer jünger, ne? Also erst hatten wir, eigentlich ist das 1769, das ist barock, aber das ist ja gemogelt, das ist nämlich aufgestockt worden im 19. Jahrhundert. Und dies ist 1904. Und in der Losengasse, das ist so 1870, 1860. Und eigentlich sind das alles Handwerker. Also wir hätten jetzt einen Schuhmacher anzubieten, einen Uhrmacher anzubieten, ein Butter- und Käsegeschäft und in der Losengasse, das war mal ein Schneider. Also hier hat mein Mann gesagt, mit dem Haus kannst du machen, was du willst, aber da muss eine Uhr hin. Und dann hat er zu seinem 85. Geburtstag hat er dann die Uhr gekriegt. Die funktioniert auch. Ja, ja. Ups. Andrea Herz hat Kunstgeschichte studiert, später aber umgeschult und als OP-Schwester gearbeitet. In den Häusern in Mühlhausen lebt sie nun ihre wahre Leidenschaft aus. Also das ist das Esszimmer und das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung, wer wir sind als Familie, weil wir haben gerne Besuch und deswegen ist mir ein großer Esstisch auch wichtig und die Stühle sind amerikanisch, aus der Gegend, wo wir kamen. Das ist Schwarzkirsche, das gibt es in Europa auch nicht so oft. Und hier, das sind Erbstücke von meinem Schwiegervater aus Asien, die er gesammelt hat. Dann gibt es noch europäische Sachen, wie die Lampe oder die Truhe oder die englischen Kerzenleuchter. Sie sieht es so. Viele Jahre habe sie Menschen verarztet. Nun verarzte sie Häuser. Also das ist jetzt unser Wohnzimmer hier. Und
Auch das ist ein Gemisch der Kulturen. Das war mal ein Auslieferungsregal in einer Wäscherei in Mühlhausen. Und jetzt ist es halt unser Buchregal. Und ich wohne gerne in alten Häusern, weil es ist ein symbiotisches Verhältnis. Ich gebe dem alten Haus und das alte Haus gibt mir. Wenn man ein neues Haus baut, dann muss man sich um alles kümmern, um alle Details. Oder man verlässt sich auf den Architekten, aber meistens ist es ja dann doch ein Haus aus der Retorte. Während ein altes Haus hat schon Details und wenn man genau hinguckt, kann man sich daran gut orientieren und das ist nicht so schwierig. Außerdem ist es sehr grün, in alten Häusern zu wohnen, weil es ist CO2-neutral. Nichts frisst so viel Energie wie neuer Beton und das braucht man hier nicht. Wer sind die Mühlhäuser? Was macht die Stadt aus? Das der Welt zu erklären, ist der Job von Ann-Christin Zabel. Sie ist neben der Wirtschaftsförderung auch für den Sozialbereich und fürs Stadtmarketing zuständig. Hier schlägt sie neue Töne an. In Erinnerung an die Zeit, als die Mühlhäuser keinem Landesherrn, sondern einzig dem Kaiser untertan waren. Mühlhausen als Reichsstadt bewirkt bei den Mühlhäusern einen immensen Stolz. Wir waren die einzige Reichsstadt auf ostdeutschem Gebiet, die von Anfang bis Ende Reichsstadt war und die ganzen historischen Zeugnisse noch belegen kann. Und die Bürger erinnern sich daran, auch wenn die reichsstädtische Zeit schon lange vorbei ist. Aber die Identität, die man damit verbindet, die ist hier überall noch spürbar. Ob das in den starken Vereinen ist, ob das bei der Stadtkirmes ist, überall da, wo sich Menschen zusammentun, erreichen sie hier wirklich großartige Dinge für die Stadt. Dieser Zusammenhalt war es auch, der Ann-Christin Zabel nach Jahren in München und Erfurt nach Hause zurückgezogen hat. Seitdem arbeitet sie an der Marke Mühlhausen. Es gibt natürlich andere Städte, Berlin, Hannover und so weiter, die machen natürlich viel mehr, die haben einen ganz anderen Apparat dahinter. Aber für Städte unserer Größe ist es, denke ich, schon was Besonderes, auch mit dem ganzen Konzept, was dahinter steht. Und am Ende braucht man genau sowas, um auch einen Wiedererkennungseffekt zu schaffen. Unsere Stadtführer zum Beispiel beginnen ihre Stadtführung oftmals mit dem Logo und fangen da den Stadtgrundriss an zu erklären. Und unsere Touristinformation geht auch mit diesem Layout raus. Das heißt, es trägt sich in die Welt und bestenfalls ist es irgendwann so, dass die Menschen was sehen und sagen, ah, das ist Mühlhausen. Zentral für das Logo die alte Stadtmauer. Eine Dauerbaustelle. Unsere Stadtmauer ist ja mit 2,2 Kilometern die längst erhaltene Stadtmauer in Deutschland. Ist auch ein Unikat, umschließt dann unseren Altstadtkern und ist natürlich unser kulturelles Erbe, was wir auf jeden Fall erhalten wollen, was wir auch erhalten müssen und da auch ganz viel rein investieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Entwicklungsmöglichkeiten jetzt einer komplett moderneren Stadt, nicht in der Innenstadt. Und da müssen wir natürlich schauen, spezielle Stadtstrukturen, aber auch Travertinen beispielsweise finden wir hier in 70 cm Tiefe. Das hindert natürlich an der einen oder anderen Baumaßnahme oder auch an der einen oder anderen Begrünungsmaßnahme, weil ich kann nicht überall alles hinpflanzen. Mühlhausen will bereits 2035, 10 Jahre früher als im Bund geplant, CO2-neutral werden. Vom stadteigenen und größten Solarthermiepark Thüringens bekommt die Altstadt schon jetzt Fernwärme. Für über 3 Millionen Euro wird mit Fördergeldern der EU ein grüner Korridor durch Mühlhausen gezogen, der auch alte Wasserläufe von Beton und Bitumen befreit. Daran arbeitet Landschaftsarchitekt Klaus-Christoph Ziegler. Und hier in dieser Richtung erstreckt sich dann in die Altstadt hinein die neue Fahrradstraße als Radwanderweg bis ins Stadtzentrum. Es wird natürlich auch klimatisch deutlich besser durch die ganzen Anpflanzungen, durch die Öffnung des Bachlaufes. Da können wir noch ein bisschen anpassen. Das ist auch eine Vorgabe vom Fördermittelgeber. Aber das wird natürlich eine deutliche Aufwertung hier für das ganze Quartier. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, soll der Bach wieder öfter frei plätschern. Mit lauschigen Ecken für die Anwohner. Auch die Brüder Huschenbett von der Denkmalpflege haben sich viel vorgenommen. Auf ihrem Firmengelände steht jetzt eine Fertigungslinie für Spezialmörtel.
genau abgestimmt auf historische Gemäuer. Wir haben hier verschiedene Bindemittel und verschiedene Gesteinskörnungen, die wir auch teilweise aufbrechen und separieren oder absieben. Und aus diesen bauen wir diese Myrte zusammen. Das machen wir manchmal für unsere eigenen Bauvorhaben, aber auch sehr oft für unsere Mitbewerber. Und das Geschäftsfeld ist interessant und das werden wir die nächsten Jahre stetig ausbauen. Manche Kunden ordern nur Kleinstmengen, andere gleich Massen. Dieses Manufakturgeschäft bedient eine Nische, hat Potenzial. Etwa 150 Tonnen Spezialmörtel liefern die Mühlhäuser bereits im Jahr. Ausnahmezustand in der Buchhandlung Strecker. Der Chef ist im Krankenhaus, wird auf eine Knochenmarktransplantation vorbereitet. Heike Strecker pendelt zwischen Café und Klinik. Auch das teilt die Familie mit den Mühlhäusern. Es ist schon manche Tage eine schauspielerische Leistung. Das Hauptproblem ist, dass man bei so Gelegenheiten erst mal merkt, was der andere alles arbeitet über den Tag weg, was man manchmal gar nicht so mitkriegt, was aber jetzt wer anders machen muss. Und dann ist es schon, wenn man von der Intensivstation wieder hier in den Laden kommt, manchmal schwierig, den Strahler zu geben. Aber das Mitgefühl der Kundschaft und der Leute so um einen rum, das hilft natürlich auch unwahrscheinlich. Die Stadtbibliothek ist einer der täglichen Anlaufpunkte von Peter Harz. Er stammt aus einer wissenshungrigen, berühmten Familie. Sein Vater betreute nach dem Zweiten Weltkrieg als deutscher Generalkonsul die Exilgemeinde um Thomas Mann in Kalifornien. Sein Großonkel Heinrich Hertz entdeckte die elektromagnetischen Wellen. Gustav Hertz, ein weiterer Verwandter, bekam als Atomphysiker den Nobelpreis. Und auch Peter Hertz, der sich als Heidegger-Übersetzer einen Namen machte, entwickelt jetzt in Mühlhausen eine späte Leidenschaft für die Quanten. Ich interessiere mich im Augenblick ein bisschen für die Physik. Obwohl ich damals als Student durchgefallen bin bei Physik und habe dann also Philosophie und deutsche Literatur gemacht stattdessen. Aber die Quantenphysik ist für mich heutzutage sehr interessant. Nur, dass ich niemand habe, mit dem ich darüber sprechen kann hier im Ort. Der Anbau an das Haus der Familie Hertz ist inzwischen fast fertig. Hier will der Professor künftig lesen und arbeiten. Durch den ebenerdigen Raum kann ihn seine Frau auch besser pflegen. Andrea Hertz plant vorausschauend. Irgendwann, so die Idee, könnte sie in ihrem Haus auch eine Alters-WG aufmachen. Wenn in Mühlhausens Gassen Schlümpfe und Ötzis zusammenströmen, steht der Höhepunkt der Stadtkirmes an. Der Umzug, immer Ende August, ist der wichtigste Tag im Kalender der Mühlhäuser. Kaum einer, der heute nicht auf den Beinen ist. Auch die Zombies von der Kirmesgemeinde Obere Grünstraße sind schon bereit, sich auf ihre Opfer zu stürzen. Wir haben jetzt die Woche haben wir noch ganz schön viel gemacht, so die letzten Feinzüge. Und seit Donnerstag haben wir das Auto aufgebaut, das Zelt. Wir hatten natürlich mit dem Wetter ein bisschen Pech, das war einmal schon zusammengebrochen aufgrund des vielen Regens. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt steht alles und jetzt kann es losgehen.28 Umzugsbilder von Kirmesgemeinden gibt es diesmal. Die Konkurrenz ist groß, der Wettbewerb hart. Doch die Sorge der oberen Grünstraße um die sterbenden Kirmesgemeinden und die Zukunft der Stadtkirmes ist beim Publikum angekommen. Ja, es war ein Mega-Erfolg. Wir haben mit unserem Umzugsbild tatsächlich eine der Platzierungen erlangt. Das dritte Mal in Folge. Wir sind sehr, sehr, sehr stolz. Besser kann es nicht laufen. Nach dem Umzug laden die Kirmesgemeinden traditionell zum Feiern in ihre Straßen ein. Das kann man auch ganz schwer in Worte fassen. Aber wir feiern auch anders wie andere Kirmessen. Auf dem Dorf feiert man so ein Wochenende, besäuft sich und dann ist vorbei.
Und wir feiern eine ganze Woche. Wir sehen uns eine Woche lang jeden Tag. Wir quatschen, wir trinken zusammen. Und man ist eigentlich immer miteinander verbunden durch die Kirmes. Also ob man sich kennt oder nicht kennt. Spätestens zur Kirmes kennt man sich. Und kennt sich dann sehr gut und nickt sich auch mal an den Arm. Und die ein oder andere Freundschaft oder ein bisschen mehr entsteht auch hin und wieder zur Kirmes. Die Kirmesgemeinde Obere Grünstraße hat besonders die Kinder im Blick. Also bei uns war das früher als Kinder auch so. Ich bin selber als kleines Mädchen hier auf der Straße rumgelaufen. Wir haben die Straße bemalt, wir haben Kirmesketten geklebt. Und daraus ist dann dieses ganze Feeling entstanden, dass wir eben diese Kirmes mitgelebt haben als Kinder. Ne? Und wir sind bis spät abends auf der Straße hier umhergesprungen und haben eben auch das Erwachsenenleben der Kirmes schon mitbekommen. Und ich denke schon, dass das sehr wichtig ist, weil es ist eben mehr. Als Erwachsener sieht man ganz oft nur diese Feiermöglichkeit, aber es ist ja viel, viel mehr als nur dieses Feiern. Es ist ja dieses Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam etwas zu gestalten, gemeinsam etwas zu tun und einfach auch gemeinsam vor allen Dingen Spaß zu haben. Ne? Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Eines der Lieblingsprojekte von Christoph Reimann ist die Smart City. 9,6 Millionen Euro stellen Stadt und Bund dafür bereit. Wie smart Mühlhausen werden soll, zeigt die neue Stadtwerkstatt in einem einst leerstehenden Ladengeschäft in der Einkaufsmeile. Ja, Präsentation ist ja schon fertig. Sehr schön geworden, auch mit unserem Logo. Das passt wirklich sehr gut. Und wie läuft es mit den Projekten? Was macht der Parkplatz? Genau, gucken wir uns mal an. Da gehen wir mal in den Parkplatz rein. Wir haben jetzt also unsere Sensoren installiert. Ne? Es sind verschiedene Sensorik, die wir angeschafft haben, die quasi von oben jetzt auf den Parkplatz schaut. Man sieht jetzt hier den Parkplatz am Hanfsack-Engelsgarten. Wir haben hier Sensoren installiert. Hier unten sind zwei. Hier kommt noch ein fünfter Sensor hin. Und wir sehen jetzt wirklich die Belegung live gerade vor Ort. Ne? Also diese roten Flächen, das sind belegte Parkplätze, wo quasi wirklich PKWs stehen. Und alles, was grün ist, ist quasi frei. Ne? Also wir sehen jetzt hier, bei den Wohnmobilstellplätzen sind nur die beiden belegt. Die anderen sind alle frei, dort steht gerade keiner. Dann haben wir noch die Stadtmauer, die die Sicht blockiert. Ne? Also die Wohnmobile kommen hier am Kreuzgraben, sehen quasi überhaupt nicht, lohnt es sich hier reinzufahren, ja oder nein. Und bevor die mit diesen großen Schiffen hier langfahren und dann auch, ist ja auch Frust für den Touristen, ne? Er kommt dort und sieht, okay, die Plätze sind eigentlich komplett belegt. Da kann er schon an den Anzeigetafeln vorher abgefangen werden. Lohnt sich es oder finde ich da was oder fahre ich weiter? Ne? Bei der Anzeige freier Parkplätze wird es nicht bleiben. Am Ende soll die ganze Stadt digital erlebbar sein. Das ist unser digitaler Zwilling von der Stadt Mühlhausen. Zum einen haben wir mit der städtischen Wohnungsgesellschaft beispielsweise die Martini-Vorstadt jetzt teilweise digitalisiert. Und da kann man jeden Wohnungszuschnitt sehen. Man kann dann das auch nutzen für den Mieter. Man kann einen Rundgang durch die Wohnung machen, 3D-Rundgang, was natürlich dann auch gegebenenfalls den Weg zur Wohnungsbesichtigung spart. Wir haben vor, das in den nächsten Jahren auf die ganze Stadt auszurollen mit allen Texturen. Wir haben dort auch die Sensorik und mit diesem 3D-Stadtmodell können wir auch ganz andere und neue planerische Ansätze fahren. Wir können schauen, wie wirken bestimmte Gebäude im Raum, wie wirkt etwas, wenn man etwas wegnimmt. Und damit können wir natürlich auch mit den Bürgern ganz anders diskutieren, weil das ist ein ganz anderes Erleben. Sie erleben ihre Stadt mit diesem digitalen Zwilling und das ist eben Stadtplanung der Zukunft. Auch Ann-Christine Zabel hat ein neues Projekt. Zum ersten Mal seit der Wende plant die Stadt den Bau eines Kindergartens. Kostenpunkt rund 7 Millionen Euro. Der Neubau wird das alte Gebäude in der Sachsensiedlung ersetzen. Ja. Also, der Zugang in die Gruppen wäre dann halt wieder durch den Garten, ne, oder durch den Haupteingang. Wir haben sonst immer einen Bestand saniert und jetzt können wir uns hier so richtig schön austoben. Das ist toll, weil wir die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen können. Das ist mir als Mutter natürlich selber auch wichtig zu sehen, wie wir hier mit den Farben spielen, mit dem pädagogischen Konzept. Das ist großartig. Ich finde es persönlich auch richtig klasse, dass die Kita sich nach außen öffnen möchte. Wir haben einen Mehrzweckraum geplant in der Einrichtung, wo Bewohner der Sachsensiedlung auch mit dem Kindergarten in Kontakt kommen, wo die Eltern aufgefangen werden, Beratungsangebote gemacht werden. Michael Kerstgens mit dem Blick von außen beobachtet die Veränderungen in Mühlhausen gespannt.
registriert die verbliebenen Leerstände und neuen Baustellen, macht sich Gedanken über Mietkosten und Sozialgefüge. Ich finde, es ist in großen Teilen gut geworden. Und ich finde das schon toll, wie einige Sachen hier wieder ihre historische Identität zurückbekommen haben. Und das finde ich ist wirklich eine ganz große Leistung. Aber man darf sich das auch nicht schönreden. Es gibt hier immer noch so viel zu tun. Und man sollte es nicht den Investoren überlassen, Leuten, die Geld haben, von außen kommen, sondern das ist einfach wirklich auch Aufgabe einer Bürgergesellschaft, denke ich, sich um die Identität dieser Stadt weiter zu kümmern. Und das sage ich als Bürger, als Beobachter, völlig unabhängig von, ob das Thüringen ist, Nordrhein-Westfalen, Rheinland, Ruhrgebiet. Das ist ein allgemeines Problem, nicht? Die Huschenbets sehen es genauso. Um ihren Mitarbeitern während des Lockdowns Arbeit zu sichern, haben sie in der Pandemie einen Gebäudekomplex nahe der Marienkirche gekauft. Darunter eben jene Galvanik, aus deren Schlot die Schwefelgase rauchten, die einst die Marienkirche schwarz färbten. Ja, auch für uns ist das hier finanziell eine Herkulesaufgabe. Wir investieren hier ca. 4 Millionen Euro. Wir lassen 20 neue Wohneinheiten hier entstehen. Das Scheinfleck hier in Mühlhausen ist aber dafür endlich beseitigt. Ja, hier sind wir nun im ersten Obergeschoss dieser wunderschönen historischen Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert. Wir stehen jetzt vor verschiedenen Aufgaben. Das eine ist die Sanierung, die statische Ertüchtigung. Also wir müssen diese alten maroden Balken wieder ertüchtigen, sodass die Fachwerkkonstruktion einfach wieder hergestellt ist. Und zum anderen beschäftigen wir uns im Moment auch mit Rückbaumaßnahmen. Wir stellen historische Raumgrundrisse wieder her. Und das sieht man besonders schön an dieser wunderbar erhaltenen Stuckdecke, die tatsächlich noch bauzeitlich ist, wo zu irgendwelchen Zeiten dazwischen einfach eine Wand eingezogen wurde, was wir jetzt wieder beseitigen. Ja, viele Aufgaben gibt es an so einem Objekt. Unter anderem geht es in die Richtung der energetischen Ertüchtigung. Und da spielen auch die Fußböden eine Rolle. Wir müssen uns auch mit neuen Fußbodenaufbauten beschäftigen. Also wir haben nicht überall noch historische Dielensubstanz erhalten, sondern auch wie hier schlichtweg einen ganz schlechten Fußbodenaufbau, der dann einfach eine Fußbodenheizung später bekommen wird. Und in diesem Bereich, in diesem Raum, haben wir alte historische Dielen, die auch noch bauzeitlich sind, was ganz wunderschön ist. Und hier müssen wir das Heizungskonzept ganz neu denken. Hier müssen wir einfach, hier können wir keine Fußbodenheizung verbauen, sondern hier arbeiten wir mit konventionellen Heizkörpern und müssen sozusagen für jeden Raum ein individuelles Konzept machen. Wir haben Spaß an der Sache hier. Wir wollen der Stadt auch gerne was zurückgeben. Und es ist einfach schön, hier was Neues entstehen zu sehen. Und wir als Unternehmen können das stemmen. Wir sind leistungsstark genug dazu und für uns einfach genau die richtige Sache. Neue Mieter in der Einkaufsmeile sind bei den Streckers nebenan immer willkommen. Doch längst mischen sich zur Stammkundschaft auch immer mehr Touristen. Das ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Man sitzt hier wie auf einer Piazza in Italien an der Marienkirche, weil es einfach schön ist. Neu saniert, nette Menschen. Wir lernen gerne Leute kennen und haben Spaß. Denn Christian hat seine Knochenmarktransplantation gut überstanden. Bald will er wieder an der Kaffeemaschine im Buchladen stehen.